Okay, cool. Hallo. Hier ist Demokratie in Bewegung. Wir sind ein kleiner Teil des Bundesvorstandes und wir haben uns heute in Berlin getroffen. Ich bin Anne. Moody. Und Alexander. Und das ist Angie. Ich sage einfach mal für Sie. Sie ist unsere Gebärdensprachdolmetscherin und ist netterweise heute bei uns dabei. Genau, wir haben uns heute das erste Mal getroffen im Vorstand, um einfach mal zu besprechen, was steht eigentlich so an Prioritäten, was müssen wir eigentlich alles machen. Wir haben damit angefangen, darüber zu reden, wie funktioniert eigentlich Wahlkampf, weil wir sind alle keine Profi-Politiker und deswegen haben wir erstmal heute gelernt, okay, was ist eigentlich Wahlkampf, was sind die verschiedenen Phasen des Wahlkampfs, was ist eine Zielgruppe, genau, und das war super spannend. Danach sind wir dann reingegangen so ein bisschen in Strategie. Was sind eigentlich unsere Kernbotschaften, die wir erzählen wollen an die Medien, um auch noch mehr Unterstützer und Bewegerinnen zu gewinnen und auch letztendlich im Wahlkampf dann erfolgreich zu sein. Und dann haben wir uns einfach nochmal den Zeitplan angeguckt. Wie sieht es eigentlich aus? Was müssen wir von jetzt bis zur Bundestagswahl alles noch machen? Super viel. Aber die beiden Sachen, die wir echt richtig viel Priorität drauflegen müssen, ist erstmal die Unterschriftensammlung. Ihr wisst ja, dass wir in jedem Bundesland, wo wir antreten wollen, 2000 Unterschriften brauchen. Und das sind richtig dicke Formulare, die auch ausgefüllt werden müssen mit Geburtsdatum und so weiter. Und das Zweite ist, dass wir halt mehr Initiativen auf unseren Marktplatz bekommen, wo halt, genau, die halt noch mehr Themen abdecken. Und die beiden Sachen haben wir jetzt nochmal so festgelegt als Priorität für die nächsten Wochen und Monate. Ne? Noch, habe ich was vergessen? Nee, wichtig ist, dass wir jetzt zusammenkommen, ein bisschen was für euch zu erzählen. Wir haben im Vorfeld ja eingeladen, uns Fragen zu stellen, damit wir, wenn wir schon mal wieder hier zusammenkommen in Berlin, ja auch auf die Fragen eingehen, die gerade brennend sind für euch. Dazu hatten wir eingeladen und wir haben schon im Vorfeld jetzt, ich glaube, auf jeden Fall hunderte Fragen. Über 300 Fragen von euch bekommen. Die werden wir nicht alle schaffen in der kurzen Zeit, die wir jetzt hier zusammensitzen, aber wir versuchen ein bisschen was davon eben zu beantworten, von dem, was euch beschäftigt. Freuen uns natürlich auch, wenn ihr im Nachgang weiter Fragen stellt über die verschiedenen Kommunikationskanäle, die wir da so haben. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein mit einem Thema, das viele gerade beschäftigt, nämlich der Frage, wie kann ich mitmachen bei Demokratie in Bewegung? Wie finde ich eine Gruppe in meiner Nähe, bei der ich mich jetzt einbringen kann? Moody, vielleicht erzählst du kurz, wie das zum Beispiel laufen könnte. Wir haben ja jetzt vor kurzem auch in einigen Bundesländern, sind glaube ich 11 oder 12, Landesverbände gegründet. Also das heißt, ihr könnt euch da teilweise direkt auch an den Landesverbänden wenden, wo man auf jeden Fall schon mitmachen kann, ohne jetzt wirklich, was sehr einfach geht, ist als quasi als Beweger. Das heißt, ihr könnt euch auf dem Marktplatz anmelden, dann euch die vielen verschiedenen Initiativen anschauen, die es schon gibt zu den verschiedenen Themen. Und auch eigene Initiativen mit reinbringen. Also da ist die Hürde relativ klein oder relativ niedrig und da könnt ihr eigentlich theoretisch sofort loslegen. Stimmt. Dann haben wir noch eine Frage und zwar von Robin aus Nürnberg. Hallo Robin, falls du das gerade hörst. Wird es die Möglichkeit geben, Beweger zu werden, ohne Mitglied zu sein? Wenn ja, wie? Oder wird es die Möglichkeit geben, passives Mitglied zu werden mit Bewegerrechten? Nee, passives Mitglied mit Bewegerrechten zu werden, sorry. Auf jeden Fall. Du kannst auf jeden Fall Beweger werden oder Bewegerin, ohne Mitglied zu sein. Das ist ja auch das Coole bei Demokratie in Bewegung, dass du halt nicht nur die Mitglieder entscheiden mit und können Sachen diskutieren und neue Ideen einbringen, sondern jeder, der halt Lust hat, Politik mitzugestalten, kann bei uns mitmachen. Und passives Mitglied mit Bewegerrechten, natürlich kannst du auch Mitglied werden und Beweger oder Bewegerin, ich glaube, was wir gerade versuchen, ist halt, am wichtigsten ist halt, dass wir Leute haben, die sich auf dem Marktplatz engagieren und alles, was du brauchst, um dich auf dem Marktplatz der Ideen zu engagieren, ist eigentlich Bewegerin zu werden und dafür reicht es wirklich nur, dich anzumelden, das geht ganz einfach. Weil er jetzt zweimal gefallen ist, der Marktplatz, erwähnen wir vielleicht mal die wichtige Domain, das ist nämlich marktplatz.bewegung.jetzt. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung, das ist also eine Plattform, auf der wir derzeit vorrangig eben Initiativen entwickeln, das heißt Ideen sammeln für unser erstes Wahlprogramm. Das soll jetzt eben im Vorfeld der Bundestagswahl entstehen und da ist es ganz, ganz wichtig, dass viele mitmachen, weil wir das Ziel haben, sehr, sehr unterschiedliche Menschen
Menschen zusammenzubringen, die sich eben in den verschiedenen Themen engagieren und die an unserem Wahlprogramm teilhaben können. Deswegen sehr, sehr gerne da anmelden, das ist der einfachste Schritt. Das passt auch direkt zur Frage 3. Warte mal, wir haben ja eine Frage, die gerade live gekommen ist. Würdest du die kurz vorlesen, Rudi? Ja, und zwar der Maximilian stellt die Frage, wie unsere Meinung ist und Position zur dezentralen Energiewende und Zukunft des Energiesystems. Eine schöne Frage erstmal, Maximilian. Also ich glaube auch gerade die Energiewende und ist ein Thema, was ja zurzeit sehr diskutiert wird, auch zu Recht. Also ich persönlich, also das ist meine persönliche Meinung, bei uns ist ja wirklich so, dass man verschiedene Initiativen auch mit reinbringen kann, quasi zu bestimmten Themen, und wir auch gerade zu einigen Themen auch nicht eine zentrale Meinung haben. Also wir haben nicht zu allen Themen eine Parteimeinung, wo wir sagen, okay, das ist unsere Meinung, sondern die entwickelt sich gerade quasi ein Stück weit auch. Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass ich da auch irgendwie für alle sprechen kann, dass wir es für nötig halten, dass wir da eine Energiewende schaffen müssen, dass es wichtig ist, sei es irgendwie Elektroautos, sei es aber auch irgendwie von Atomenergie weg zu grünen Energie, zu effizienten Energie auch. Also ich glaube, das sind so Punkte, wo ich irgendwie sagen würde. Ich meine, vielleicht könnt ihr das noch irgendwie ergänzen. Na, der wichtige Hinweis da ist auf jeden Fall, dass es dazu schon eine relativ große und umfangreiche Initiative gibt auf dem Marktplatz. Das habe ich die Tage noch ausführlich gelesen, und insofern wäre der Aufruf da ganz klar, bring dich da sehr, sehr gerne ein. Gerade in dem wichtigen Thema, es gibt eben ja so ein paar Zukunftsthemen, die einfach darüber entscheiden, wohin bewegt sich Gesellschaft und wie schaffen wir da auch wirklich Nachhaltigkeit für unseren Planeten, für künftige Generationen, ist uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, und da ist das Stichwort Energiewende sehr entscheidend. Insofern gerne bei der Initiative auf dem Marktplatz einbringen. Die wird jetzt noch ein paar Wochen weiterentwickelt. Da können auch alternative Initiativen zu entwickelt werden. Und Ende August, am 26. August, werden wir dann einen Bundesparteitag haben, auf dem möglicherweise diese Initiative dann auch Teil unseres ersten Wahlprogramms werden kann. Okay. Ich lese mal nochmal eine Frage vor, die wir bekommen haben von unseren Leuten über E-Mail, und zwar Carsten aus Bochum fragt, ich habe einen Antrag auf Aufnahme gestellt, weil ich mich aktiv einbringen möchte. Voll super erstmal. Wie lange dauert aktuell die Bearbeitung solcher Anträge? Gute Frage. Also wir haben vor dem Parteitag wir sind gerade dabei, so einen Backlog zu bearbeiten, der vor dem Parteitag sich angesammelt hat, weil wir einfach bis zum Parteitag super viel zu tun hatten und wir haben es einfach nicht geschafft, die Anträge durchzugehen, weil wir auch alle im Ehrenamt arbeiten, und so ist ja klar. Und jetzt sind wir gerade dabei, diesen riesigen Haufen an Anträgen, der noch steht, so, ich glaube so 200 oder so, die arbeiten wir jetzt ab, und wir sind auch schon gut dabei. Also ich denke mal, ich will jetzt keine genauen Zahlen geben, oder? Ich weiß es nicht genau, aber wir sind auf jeden Fall dran. Es gibt Leute, die bis 4 Uhr nachts daran sitzen, und die Idee ist ja wirklich, dass wir langsam und behutsam auch wachsen wollen und auch wirklich wollen, dass halt Leute mit den Werten sozusagen in Vereinigung stehen, kann man das sagen? Nee, ne? Aber dass sie auf jeden Fall die Werte gut finden und so. Und deswegen, wir sind auf jeden Fall dran, und vielleicht, wenn noch nichts geworden ist, kannst du uns auch gerne noch eine E-Mail schreiben an hallo@bewegung.jetzt. Genau. Aber ich denke mal so nächste Woche oder so, oder übernächste Woche spätestens, solltest du von uns hören. Genau. Und ganz viele Leute, hallo, nochmal für die Leute, die gerade dazugekommen sind, wir sind Anne, Moody, Alexander und Angie, und wir sind vom Bundesvorstand von Demokratie und Bewegung. Wir sind heute bei Facebook Live und beantworten eure Fragen, die ihr uns live auf Facebook stellt, und die ganz vielen Fragen, die wir von euch schon seit gestern bekommen haben. Genau, jetzt gibt es noch eine Frage, und zwar, gibt es schon ein Programm? Auch wiederum eine schöne Frage. Hier ist ganz schön heiß. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ob es die Fragen sind oder die Lichter, ich weiß nicht. Oder das Wetter in Berlin. Also wir sitzen hier in einem kleinen Tropenhaus, nur dass ihr es wisst. Also nicht die Fragen bringen uns ins Schwitzen, sondern wirklich das Wetter. Gibt es ein Programm? Also wir, wie vorhin auch schon kurz erwähnt, wir entwickeln gerade quasi das Programm. Also das heißt, nicht nur wir, sondern wirklich alle Beweger, alle, die mitmachen wollen, auch noch mitmachen können, auch wirklich
alle, die hier zuschauen, da sind ja wirklich fast 60 Leute, können sich heute auch noch irgendwie auf dem Marktplatz anmelden und dieses ganze, also diesen Wahlprogramm wirklich mitentwickeln. Also alle Themen, die sie ja irgendwie betreffen oder wo sie sich dafür interessieren, können sie einfach in der Zeit, wo sie auch aufbringen können, quasi das Ganze wirklich mitentwickeln. Und das ist auch kein Prozess, der quasi jetzt dann nach der Bundestagswahl oder bis zur Bundestagswahl dann irgendwie aufhört, sondern es geht dann immer auch weiter. Und wir wollen, wie gesagt, gemeinsam mit euch unser Wahlprogramm entwickeln, weil wir uns auch nicht in allen Bereichen auskennen. Also wir bringen sicher bestimmte Interessenfelder mit und bestimmte Erfahrungen, aber wir wollen, wie gesagt, gemeinsam mit euch dieses Wahlprogramm entwickeln und sind auch dabei. Da gibt es tolle Initiativen . Vielleicht ergänzend der Hinweis, was sich sicher lohnt, schon mal anzuschauen, ist unser Grundsatzprogramm. Das ist nämlich seit dem Bundesparteitag immerhin schon mal da. Findet ihr auf unserer Website. Da haben wir ein Stück weit ja so die Grundlinien schon mal gezogen und vor allem, und das ist das Wichtige, unsere vier Grundwerte sehr ausführlich beschrieben, denn die sind letztlich ja der Rahmen, der Leitfaden für das Wahlprogramm, das jetzt auch entsteht. Das heißt, alle Themen sind absolut möglich, solange sie sich eben an diese vier Grundwerte halten. Und das ist eben zum einen für uns das ganz, ganz wichtige Thema Demokratie mit Mitbestimmung und Transparenz. Das ist zum zweiten Gerechtigkeit. Das ist zum dritten Weltoffenheit und Vielfalt. Und zum vierten Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit. Und diese Werte findet ihr auf der Website auch ausführlicher beschrieben. Und haben alles wir alles schon gelesen, weil es sind ja Leute, die hier wieder so Mitglieder sind und so weiter. Eine Frage. Ja? Kurz wechseln. Kurz wechseln. Die Dolmis wechseln kurz. Die Frage finde ich ganz cool, die gerade gekommen ist von Mervil. Möchtet ihr euch gegebenenfalls engagieren für beispielsweise Aufklärung der NSU-Morde? Generell fehlt bei vielen Parteien konkrete Schritte gegen rechte Tendenzen im Land. Das ist übrigens mein Wasser, was du trinkst, aber ist okay. wird viel zu oft verharmlost beziehungsweise nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt? Sorry, ich rede mal viel zu schnell. Inwiefern möchtet ihr euch diesbezüglich engagieren? Vielen Dank und liebe Grüße. Danke für die Frage. Also erstmal ist für uns das Thema Antirassismus und in Deutschland ein total wichtiges Thema. Deswegen haben wir uns ja auch sozusagen Vielfalt als eine der Werte gegeben, die für uns total wichtig sind. Haben auch eine Vielfaltsquote eingesetzt, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die halt Diskriminierungserfahrungen haben, viel mehr in das Zentrum der politischen Macht kommen können. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir so viel Macht im Land haben, dass wir auch die NSU-Morde aufklären können, machen wir das auf jeden Fall. Ich glaube, im Moment sind wir gerade noch so dabei, erstmal Wahlprogramme zu machen und so. Ich glaube, ganz konkret wäre es super, wenn wir halt in unserem Wahlprogramm auch Initiativen drin haben, die halt ganz konkret Rassismus in zum Beispiel Polizei angehen oder in überhaupt deutschen Regierungsinstitutionen und dort mal was machen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall, will noch jemand? Vielleicht nur ein ganz kurzer Satz. Also wie gesagt, wir versuchen das ja ein Stück weit hier vorzuleben, einfach diese weltoffene, vielfältige Gesellschaft. Und ich glaube, das ist unsere Tendenz und das ist, glaube ich, klar auch erkennbar. Und wir wünschen uns auch wirklich, dass viel mehr Menschen, auch die jetzt vielleicht zuschauen, auch du mehr, wirklich, dass ihr euch einbringt und eure Erfahrungen mit einbringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig für ein offenes Europa, was wir auch irgendwie wichtig finden, aber auch eben die Gesellschaft so ein Stück weit widerspiegeln und deswegen würden wir uns wünschen, dass noch viel, viel mehr Leute mit Erfahrung wirklich da sich einbringen können. Ja, die Karin aus Leipzig fragt, wie sieht es aus mit den Unterschriften für die Wahl? Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, bis zu 2000 brauchen wir davon in jedem Bundesland Unterstützerunterschriften, damit wir überhaupt zum ersten Mal zu einer Wahl antreten dürfen. Und die Frist ist schon sehr bald, das heißt, wir haben im Grunde nur den Juni über Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Insofern ist das jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir da Gas geben. Und da sind wir jetzt gerade dabei, in den Bundesländern loszulegen und freuen uns natürlich über jede Unterstützung, über jeden, der uns da gerne ein bisschen unter die Arme greifen möchte und vielleicht im Bekanntenkreis, in der Familie, bei den Kollegen auch Unterschriften für uns sammelt. Das Entscheidende dafür ist, es gibt bei uns auf der Website eine Unterseite, bewegung.jetzt/unterschreiben, und da findet ihr alle Formulare für die verschiedenen Bundesländer. Noch sind nicht alle online, aber in wenigen Tagen, wenn auch die verschiedenen
Landesverbände gegründet sind, werden Formulare für alle Bundesländer da sein. Und dann könnt ihr loslegen. Dann freuen wir uns sehr über jede Unterstützerunterschrift. Denn das ist jetzt dringend nötig, damit wir überhaupt antreten dürfen zur Bundestagswahl. Cool. Jetzt lese ich noch mal kurz was aus Facebook vor. Roland fragt, wie steht ihr zum bedingungslosen Grundeinkommen? Eine super Frage, kann ich auch wieder auf den Marktplatz verweisen. Ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Thema, was auch viele von den Leuten, die diese Partei mit initiiert haben, sehr umtreibt und die es auch sehr gut finden. Und es braucht, ich weiß, gibt es schon eine Initiative dazu? Ja. Ich glaube, es gibt schon eine, aber die braucht auf jeden Fall noch mehr Unterstützung, um die auszuarbeiten. Mhm. Also am besten auf den Marktplatz gehen und da nochmal gucken und dich mit den Leuten kurz schließen. Und die an der Initiative arbeiten. Noch, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben tatsächlich einen sportlichen Zeitplan. Eine Partei, also wer macht es schon, eine Partei zu gründen in 3 Monaten und dann zur Bundestagswahl anzutreten? Wir machen es, weil wir dachten, wenn nicht jetzt. Aber das heißt auch, dass wir echt nur noch 2 bis 3 Wochen haben, in der wir Initiativen auf dem Marktplatz einbringen können, die dann auch im Wahlprogramm landen. Einfach weil man zu dem Zeitpunkt, wo man jetzt Initiative, oh Gott, dieses Wort, ey, bringt mich doch mal irgendwann um. Zu dem Zeitpunkt, wo man eine Initiative einbringt, muss man natürlich auch noch, dann wird die noch abgestimmt, da gibt es noch bestimmte Fristen und so und deswegen müsste jetzt echt, also jetzt ist der Zeitpunkt, Initiativen einzubringen. Jetzt gibt es noch eine Frage, ein Amt von Andreas, ein Amt für einen Toleranzminister müsste man in das Leben rufen. Das ist gar keine richtige Frage, aber ich finde Toleranz nicht so ein geiles Wort, es klingt immer so nach tolerieren, so wie man halt irgendwie. Ich finde halt irgendwie Vielfalt, glaube ich, besser. Aber magst du die nächste Frage vorlesen? Ja, wo sind wir überhaupt? Bei 6. Ja, die Maria aus Rettenbach, sie fragt, wie wollen Sie die dauerhafte Mitbestimmung gewährleisten? Gibt es schon eine technische Lösung, damit jeder seine Stimme gezielt abgeben kann? Ja, also gibt es, wie gesagt, auf dem Marktplatz ist ja die Idee wirklich, dass das ja nicht irgendwann stoppt. Also wie gesagt, man kann Initiativen mit einbringen und wir haben demnächst dann irgendwie einen Bundesparteitag, wo wir darüber abstimmen, was jetzt fürs Erste ins Wahlprogramm kommt, aber das Ganze geht ja immer weiter und es gibt auch eine technische Lösung quasi, dass die Marktplatz irgendwie vertreten sind, auch darüber abstimmen können. Die gibt's noch nicht. Die gibt's also noch nicht. Die anderen arbeiten noch, aber die gibt's in ein paar Tagen. Okay, aber die soll's geben. Genau. Okay. Und weil wir jetzt immer viel über Plattform sprechen, also es gibt eine technische Lösung tatsächlich. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch vorhaben, Menschen zu beteiligen, die vielleicht digital nicht ganz so versiert sind oder auch keinen Zugriff zum Internet haben permanent. Das heißt, das Thema Mitbestimmung wollen wir selbstverständlich ausdehnen auf alle Gruppen der Gesellschaft und arbeiten eben auch an Lösungen für Menschen, die das nicht übers Internet wahrnehmen können, diese Mitbestimmungsmöglichkeit. Genau, vielleicht für alle, die frisch dazu gekommen sind, nochmal ganz kurz der Hinweis. Wir sind heute bei Facebook Live hier bei Demokratie in Bewegung. 3 von 7 aus dem Bundesvorstand unserer ganz jungen Partei. Wir treffen uns heute zum ersten Mal seit unserem Bundesparteitag im April physisch hier in Berlin, um 1,5 Tage miteinander zu arbeiten und freuen uns jetzt bei Facebook Live einige eurer Fragen zu beantworten. Genau. Ich habe hier noch eine schöne Rotraut aus Bad Kreuznach. Werdet ihr für uns Beweger und Bewegerinnen ein Protokoll über die Ergebnisse veröffentlichen und gegebenenfalls wo? Ist eine super Frage, finde ich, sollten wir total machen. Die Frage ist halt so ein bisschen, wenn wir da zum Beispiel Sachen reinschreiben wie welche Wahlkampfstrategien wir haben, dann vielleicht auf dem Marktplatz, ich weiß nicht. Nicht, dass die Grünen oder dann die SPD oder wer sonst noch, dann lesen die das, dann wissen die sofort, was wir vorhaben. Nein. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwie eine Zusammenfassung finden und das dann veröffentlichen. Danke, dass du es vorgeschlagen hast. Voll die gute Idee. Magst du noch was dazu? Ja, hier im Facebook hat eine Simon geschrieben. Und zwar, da ich selbst Lehramtsstudent bin, würde ich mich interessieren, welche Ziele bzw. Ideen ihr für die Bildungspolitik habt. Auch da können wir wieder auf den Marktplatz verweisen. Da gibt es auch eine Initiative zur Bildungspolitik. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, also jetzt auch für mich jetzt persönlich, aber glaube ich auch für alle anderen, ist die Bildungspolitik sehr wichtig. Und ich glaube, die wird einfach so ein Stück weit auch vernachlässigt. Man es wurde ja darüber diskutiert und es gab es ja schon mal, dass quasi, ich glaube, wir haben das
ja ein großes Gut in Deutschland, dass Bildung irgendwie kostenlos ist und also ich finde auch nicht, dass es irgendwie privatisiert werden soll in aller Form, sondern dass wir uns da gerade in Deutschland vielleicht auch ja was Tolles haben, was wir uns erhalten sollen, dass wir theoretisch auch jeder die Möglichkeit hat, auch zu studieren. Ich glaube, was wir auch noch machen müssen neben der Bildungspolitik, also auch wirklich, dass alle Menschen die Möglichkeit haben sollten, auch ja auf die Universität zu gehen, dass irgendwie nicht diese Abstufung geben soll, finde ich jetzt persönlich, Hauptschule, Realschule, Abitur. Das heißt auch, dass die Aufklärung und vielleicht auch da mehr getan werden muss, damit wirklich alle die Möglichkeit haben und nicht da so diese Schere entsteht zwischen den verschiedenen, zwischen verschiedenen Gruppierungen. Ich finde, Bildungspolitik ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ganz, ganz wichtige Felder für die Gesellschaft in Parteienpolitik und in Parlamenten sehr, sehr stark auch zerrieben werden kann. Und ich glaube, es ist für die Zukunftsorientierung der Gesellschaft ja einer der aller wichtigsten Punkte, gerade wenn man schaut, was in der Gesellschaft alles umbricht, wenn wir nur gucken, wie sich Arbeit verändern wird, was die Digitalisierung alles auslösen wird in der Gesellschaft, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass wir ein Bildungssystem haben, das tatsächlich jedem einzelnen Menschen gerecht wird und tatsächlich da aus Talenten was macht. Und ich glaube, da haben wir an vielen, vielen Stellen Nachholbedarf. Und zum Glück gibt es tatsächlich da schon gute Initiativen, auch mehrere bei uns auf dem Ideenmarktplatz. Dazu dann nochmal der Hinweis unter marktplatz.bewegung.jetzt. Gerne anmelden und dort einbringen. Da können wir miteinander wirklich einfach auf dem leeren Blatt Papier als junge Partei Bildungspolitik denken, diskutieren, austauschen und dann da was wirklich Zukunftsfähiges auch machen. Vielleicht nur ein Satz. Wir haben immer wieder Komplimente gekriegt, dass wir hier Gebärdensprache quasi auch mit anbieten. Also das wollte ich einfach nur mal erwähnen, da haben wir Ja, großen Dank an die Däumis, die das alles ehrenamtlich machen, weil wir einfach noch keine Kohle haben dafür. Aber wenn ihr natürlich uns Geld spenden wollt, damit wir mehr Gebärdensprachdolmetscher bezahlen können, haben wir nichts dagegen. Genau. Was wollte ich noch fragen? Genau, was ist hier noch so drin von euch gekommen? Angela aus Hamburg fragt, wie beugt ihr vor, kein so verkrusteter Apparat zu werden wie die bestehenden Parteien? Frage ich jetzt jemand, der fast 40 Jahre in der SPD war. Ja, gute Frage. Ich glaube, bei uns ist interessant, dass sich viele Leute auch engagieren, die noch nicht so in der viel Erfahrung in der Politik haben, beziehungsweise die halt nicht, die halt mit ganz frischen Augen auf Politik gehen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es nicht nur Karrierepolitiker sind, die Politik machen, sondern halt, dass sie wirklich die Breite der Gesellschaft mitnehmen und deswegen halt auch die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden. Und ich glaube, natürlich haben wir dann solche Sachen wie, wir haben nur zwei Legislaturperioden, das steht in unserem Ethikkodex. Und wir haben andere Mechanismen, wie wir die Personen von der Sache entkoppeln können. Und natürlich auch unser Initiativprinzip, was halt dafür sorgt, dass unsere Struktur eigentlich so ist, dass wir nicht verkrusten können, weil wir immer wieder neue Leute reinkriegen, immer wieder neue Ideen diskutieren. Und also ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir das verkrusten. Ich glaube, andere Probleme, aber die Verkrustung ist erstmal, glaube ich, nicht so. Haben wir noch neue Fragen hier? Genau. Auf dem Marktplatz gibt es viele Diskussionen mit vielen guten Vorschlägen. Ihr beteiligt euch daran, antwortet, kommentiert. Nun würde mich aber interessieren, ob und was ihr davon in eure Arbeit aufnehmt, beziehungsweise was ihr gegebenenfalls umzusetzen gedenkt. Mag einer von euch beiden? Cool. Ja, der Marktplatz ist so ein bisschen dazu da, Austausch zu pflegen und auch einfach Menschen zu finden, die in einem bestimmten Thema ähnlich ticken wie man selbst, sodass man dann Mitinitiatoren findet und gemeinsam Initiativen für unser Programm entwickelt. Und dann kommt der wichtige nächste Schritt, denn wenn es drei Menschen gibt, die eine Initiative gemeinsam einbringen wollen, dann können sie das tun und in unser Abstimmungstool, das gerade noch entwickelt wird, aber in Kürze da sein wird, dort einbringen als Initiative. Und dann liegt es tatsächlich an allen Mitgliedern und allen Bewegerinnen, tatsächlich nach einem Diskussionsprozess darüber abzustimmen. Und wenn eine Initiative positiv abgestimmt wird, dann wird sie auch Parteiprogramm und wird tatsächlich eben von unseren Fürsprecherinnen und Fürsprechern, so nennen wir Abgeordnete, wenn wir sie denn dann hoffentlich bald haben werden in den Parlamenten, dann wird es eben da tatsächlich auch eingebracht und vertreten.
Cool. Jemand fragt, ob das, Erik fragt, ob wir das aufzeichnen. Ja, das ist dann auf Facebook findbar. Wir schicken aber den Link auch nochmal als andere Datei an alle Leute, die bei uns auf der Liste sind. Wenn ihr euch noch nicht auf der Liste seid, dann tragt euch einfach ein, www.bewegung.jetzt, einfach beim Newsletter eintragen und dann kriegt ihr auch mehr mit, was bei uns so abgeht. Genau. Was haben wir noch Fragen? Wir hatten hier Fragen von... Ich würde gerne mal die Frage von Frank beantworten. Ja, das ist eine super Frage. Ja, der Frank aus Edenkoben stellt die Frage, wie wollt ihr bis zur Bundestagswahl bekannt werden? Ich zum Beispiel habe euch nur zufällig im Facebook erfahren. Ja, also das ist die Frage, die wir uns auch heute gestellt haben und die wir uns natürlich immer wieder stellen. Wir haben verschiedene Teams, die ja für verschiedene Bereiche irgendwie auch zuständig sind, sei es jetzt Wahlprogramm und. Und wir haben gerade heute darüber diskutiert, wie wir es machen wollen. Also erstens wollen wir es eigentlich durch unser Programm. Also das heißt, dass jeder bei uns eigentlich mitbestimmen kann. Das ist, finde ich, schon auch, unterscheidet uns ja wirklich auch nochmal von vielen anderen Parteien oder von den meisten Parteien, dass wir euch wirklich einbringen können, dass jeder sich einbringen kann. Das ist sicher wir wollen es anders machen wie die anderen Parteien. Wie gesagt, wir haben nicht diese Profi-Politiker und erzählen, reden auch nicht um das Thema herum, sondern sind da wirklich authentisch. Ich glaube, das wird sich auch dann irgendwie zeigen und wir laden da wirklich jeden dazu ein, hier mitzumachen. Also es ist eine große Herausforderung, sicher bis zur Bundestagswahl bekannt zu werden, aber wir sind uns da, glaube ich, sicher, dass wenn wir das schaffen, dass in Deutschland uns jeder kennt und weiß, was unsere Werte sind und was wir wollen, dass wir dann eigentlich eine große Zustimmung finden, weil eben viele Menschen mit dem System und mit der Politik heute einfach nicht zufrieden sind und dass da wirklich viel, viel zu ändern gibt und zu bewegen gibt. Und jetzt habe ich die Frage nicht konkret daraufhin beantwortet, aber vielleicht kann das ja einer von euch zwei noch ersetzen. Ganz kurz einmal, Angie, kannst du noch? Ich weiß, du bist heute schon den ganzen Tag dabei, ja? Okay, danke. Die Frage war, was machen wir bis zur Bundestagswahl Genau, wir sind jetzt dabei, uns jetzt ein neues Marketing-Team zusammenzustellen. Wenn ihr Marketing-Experten seid, dann kommt gern zu uns, bringt euch ein, wir brauchen echt jede Hilfe. Und unterstützt uns, bekannt zu werden. Ja, also, klar, auf Facebook Sachen teilen, könnt ihr vielleicht Journalisten, mit denen ihr mal sprechen könnt und denen sagen könnt, so, hey, das ist eine neue Partei, die ist super cool. Das sind so die Sachen. Ich habe hier noch eine Frage von Peter aus Essen. Wie offen geht ihr mit Parteispenden um? Und Und gibt es dafür in den Satzungen Handlungsrichtlinien für den politischen Alltag? Wie verhindert ihr die Einflussnahme von Lobbyisten auf eure politische Arbeit und garantiert den Einfluss eurer politischen Basis? Super gute Frage. Einer von euch beiden, sonst kann ich auch. Wir haben ja den Ethikkodex und da steht ganz klar drin, wir nehmen keine Spenden von Großkonzernen an, in jeglicher Form. Ab einem gewissen Grad, ich glaube ab 5.000 Euro oder so, legen wir auch offen die Spenden, von wem die sind und was der Zweck dafür war. Und ich glaube, das unterscheidet uns halt total von anderen großen Parteien. Also wir werden die erste Partei in Deutschland sein, die sich über Kleinspenden, wie halt zum Beispiel Obama auch finanziert hat. Und das ist schon ziemlich aufregend, weil natürlich ist es eine riesen Herausforderung, aber gleichzeitig liegt da halt auch total viel Kraft, dass wir halt nicht irgendwelchen Konzernen dann schuldig sind und dann irgendwelche Politik umsetzen müssen für Konzerne, sondern wir sind nur an der Basis verpflichtet. Die Einflussnahme von Lobbyisten auf eure politische Arbeit, wie verhindern wir die? Wir haben im Ethikkodex noch andere Sachen geschaffen, also zum Beispiel, du kannst nicht bei uns Abgeordnete bzw. Fürsprecherin werden und dann danach gleich bei zum Beispiel Mercedes oder sowas anfangen. Das geht nicht. Also wir haben eine Karenzzeit von 3 Jahren, das heißt, in der Zeit darfst du, nachdem du fertig bist mit Arbeit im Parlament, keine Lobbyarbeit machen. Was gibt's noch? Das Wichtige ist ja vor allem, dass das Ganze sehr transparent abläuft. Also Einflussnahme von Lobbyisten, da ist ja vieles auch erstmal sozusagen vollkommen in Ordnung. Das geht um Interessenvertretung, was ja völlig legitim ist. Das sind ja auch nicht nur Unternehmen, also auch nicht nur Wirtschaftslobby, sondern viele Verbände, NGOs, Vereine und so weiter. Interessenvertretung als solche ist ja sozusagen nicht das eigentlich Schlimme, sondern die Frage ist, wie wird Einfluss genommen und wie passiert es auch transparent?
transparent. Deswegen sind wir zum Beispiel für ein verbindliches Lobbyregister. Das heißt, es muss einfach sichtbar sein für alle, wer Zugang hat zur Politik. Und wir sind zum Beispiel auch für den Fußabdruck. Das heißt, dass bei der Gesetzgebung nachvollziehbar ist, zu welchem Zeitpunkt hat eigentlich wer wie Einfluss genommen. Und das zum Beispiel wäre schon ein Riesengewinn, tatsächlich nachvollziehen zu können. Wie ist denn ein Gesetz zustande gekommen? Hier ist noch eine andere coole Frage, und zwar, eine vorweg, hier hieß es heißt anders machen als die anderen Parteien, also ich glaube, ich hatte gesagt, wie die anderen Parteien, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch daran sieht man, wir sind nicht perfekt und wir haben das nicht auswendig gelernt, auch die, wir werden auch Fehler machen, aber wir versuchen unser Bestes. Ja. Hier die nächste Frage ist, glaube ich, ganz interessant und auch wirklich aktuell, also wie steht ihr zur EU? Wir stehen auf jeden Fall zu Europa und finden das eigentlich eine tolle Idee, nicht nur eine Idee, sondern wie sie auch umgesetzt worden ist und wie sie auch weitergeführt werden soll. Also ich glaube, die EU ist nicht nur für uns junge Leute, die über die Grenzen hinweg reisen können und eine Währung haben, sondern auch dieses Gemeinschaftsgefühl und nicht so wie es früher eben war, dass jedes Land so für sich gearbeitet hat, sondern dass man gemeinsam Lösungen sucht. Ich glaube, das ist eine tolle Idee, die wir weiterhin irgendwie fördern müssen und auch die Probleme, die natürlich die EU hat, dafür auch Lösungen finden müssen. Also grundsätzlich finden wir die EU toll. Ich glaube, da könnt ihr auch noch vielleicht ein, zwei schöne Punkte dazu sagen. Nein, wir finden die EU toll. Ich glaube, damit wir müssen natürlich demokratisieren und verbessern. Aber viel spannender finde ich gerade von Lou eine Frage. Vernetzt ihr euch mit Bewegungen wie beispielsweise Commons oder Degrowth, um mehr Input für das Programm zu bekommen? Müssen wir auf jeden Fall noch mehr machen. Wir sind mit vielen Organisationen und Bewegungen, auch mit Pools for Europe und vielen anderen in Kontakt, aber im Moment haben wir auf jeden Fall das als totale Priorität ersehen. Also wenn du Lust hast mitzumachen, wir haben natürlich nicht Kontakte zu allen Organisationen, wenn du Lust hast mitzumachen und bei der Kooperationssuche zu helfen, können wir total gebrauchen, weil das ist, glaube ich, jetzt eine totale Priorität, weil wir haben echt nur noch 3 Wochen Zeit, um die NGOs, Vereine, die ganzen tollen Leute, die halt schon coole Ideen haben, da auf den Marktplatz zu holen, damit sie da ihre Ideen vorstellen können. Und dann ist noch eine Frage zu Gender Studies. Wir sind alle überzeugte Feministinnen. Ich glaube, das beantwortet die Frage, oder? Ich habe noch eine schöne Frage. Und wir versuchen uns auch zu, wir müssen ein bisschen, sorry, wir versuchen uns zu beeilen mit dem Mitgliederaufnahmeprozess. Das tut uns leid, dass es so lange dauert. Wir machen das, wie gesagt, alles im Ehrenamt und Leute arbeiten bis nachts daran, um die ganzen Anträge zu beurteilen. Es ist ja auch so toll, dass so viele Leute mitmachen wollen. Aber wenn ihr noch kein Mitglied seid, Mitglied ist eh langweilig, werdet euch lieber an den Marktplatz und werdet da aktiv. Eine Frage von Rosi aus Bremen. Kümmert ihr euch auch um die Themen, die eigentlich den Grünen gehören? Also um Klimaschutz, nicht manipulierte, ungiftige Nahrungsmittel, Abschaffung der entsetzlichen Massentierhaltung. Also grundsätzlich sagen wir, für uns gibt's nicht irgendwie die grünen Themen, die Themen der Sozialdemokraten oder der FDP etc. Also wir stehen genauso für Innovation, wir setzen uns genauso für die Bildungspolitik ein. Also es gehört nicht irgendwie der FDP oder Klimaschutz irgendwie den Grünen oder die Sozialpolitik der SPD, weil wir auch alle Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten ansprechen wollen. Und natürlich finden wir auch Themen, die anderen Parteien auf die sie eingehen und die findet man bei uns genauso. Also es ist ich glaube, wir sprechen da verschiedene Spektren an. Ja. Jetzt noch eine Frage, die kam zweimal zu NATO, Rammstein und Kriegen des Westens. Ich glaube, es fällt uns total schwer und es wird uns auch schwer fallen, eine kohärente Außenpolitik für diesen Wahlkampf zu formulieren, weil wir einfach jetzt noch 2 Wochen Zeit haben, um Initiativen da reinzubringen. Und Außenpolitik ist total wichtig, aber wir sind keine Experten da drin und es engagieren sich jetzt noch ganz viele Leute auf dem Marktplatz, können wir dazu nichts sagen. Also ich bin keine Expertin zu Rammstein und NATO. Finde Krieg auf jeden Fall scheiße, aber ich meine, wer nicht, ne? Cool. Wir haben auch super, super viele andere Fragen, aber wir haben jetzt unser Treffen mit den Berlinern und zwar allen Leuten, die uns hier in Berlin treffen wollen, zum Stammtisch kommen. Falls ihr auch in Berlin seid, dann kommt gleich ins Ballhaus. Da treffen wir uns jetzt mit allen Leuten, die Lust haben, trinken eine Limo oder ein Bier und es war voll toll, euch zu sehen und vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen tollen Fragen, die ihr gestellt habt.
Ja, hier kommen noch quasi die anderen zwei Mitglieder aus unserem Bundesvorstand. Die Lea ist auch irgendwo unterwegs, aber die ist jetzt nicht da. Vielleicht wollt ihr auch. Ja, wir sind Benji und Julia. Hallo. Okay, vielen Dank nochmal. Danke. Tschüss. Ciao.